Hallo und herzlich willkommen hier live bei Ergo Games. Und heute ist die Großveranstaltung Hell in the Cell. Das mittlerweile vierte Event von uns, Hell in the Cell. Was ziemlich krass ist in den ganzen laufenden Jahren. Das stimmt. Und dabei natürlich wieder Marco, Mr. X, Mr. Z. Alle wieder dabei, heute vollzählig hier in der Hell in the Cell Arena. Arena, Ergo Games Arena, wollte ich sagen. Und ja. Das erste Match könnt ihr schon sehen. AJ Styles gegen Baron Corbin. Oh, Baron Corbin, ja. Das ist ja. Neu für mich. Ja, gut, der hat, glaube ich, schon geschafft. Und das Match bestreitet durch Losung Mr. X und ich. Ja. Und danach kommt vielleicht beim nächsten Match Marco vs. Mr. Z. Genau. Aber erstmal, wie ist dieses Match zustande gekommen? Keiner weiß es. Keiner weiß es. Ja, doch, es... Okay, es... er weiß es. Ja, es war so gewesen, dass Lampenfieber scheint. Lass mal pupsen oder was? Oh nee. Ja, Willst du was du sagen möchtest heute? Willst du etwas sagen? Ja, und da geht's schon los. Das ist das Match. Ja, jetzt bin ich sprachlos. Also, oh Mann, naja. Das ist mich so auf. Oh Gott. Alter, es bin nicht ich, das sind alles Soundeffekte. Ja, da könnte also, der erste rein. Man könnte jetzt sogar. Ich spiel eigentlich, ich hab ja, das, irgendwelche Hand, der hatte. Man könnte theoretisch jetzt eingreifen, die Frage ist halt, wer könnte es machen. Was wollte ich jetzt? Oh Gott. Bist du etwa? Was? Ich bin gerade. Traurig? Ja, ich bin traurig. Ich bin traurig, weil dies das letzte Mal ist, dass wir WW2K17. Das stimmt allerdings. Beziehungsweise die letzte Großveranstaltung von 2K17 sein wird. Denn die nächste Großveranstaltung wird dann mit 2K18 beginnen. Und. Ja, danke. Danke. Genau, ja, wie gesagt, die letzte Veranstaltung vor 2K18. Wir sind alle gespannt schon drauf. Und wir haben jetzt hier bei. Wir haben hier bei 2K17 einige Änderungen vorgenommen, denn ihr werdet sehen, wir haben das Reverse Limit, den Reverse Limit rausgenommen, um mal zu gucken, wie es so funktioniert. Weil es ist ja, muss ja einen besonderen Abschluss sein. Und ja, Baron Corbin braucht sehr lange. Ja, es fing ja alles damit an, dass AJ Styles hatte ja wie immer seine tägliche United States Champions Herausforderungs-Challenge. Und Baron Corbin wollte sich dazu melden. Leider gab es mehrere Schwierigkeiten, denn Baron Corbin durfte nicht wirklich drankommen. Und nun hat er gesagt... Bei Hell in a Cell gibt es kein Zurück mehr für AJ Styles und ja, jetzt treffen die beiden nun endlich aufeinander. Um den United States Champion geht's hier. Um den, ja, genau. Und AJ Styles ist zuerst, also ist so, sind ziemlich lange jetzt. Champion. Mhm. Hält ihn schon ein bisschen. Der hält ihn schon ziemlich lange, ja. Und wir sind gespannt, wer dieses Match gewinnt. Das ist natürlich wieder ein Vorentscheid von uns. Na? Also in Wirklichkeit wissen wir nicht, was passiert. Ne, wir wissen nicht, ob. Würden wir es euch auch nicht verraten können. Nee, wir. Dann muss würde die WWE kommen und uns mit uns vielleicht einen F5 machen. Da schicken sie uns einen Brock Lesnar vor die Tür, falls er durchkommt. Oder einen Braun Strowman, wenn er durch die Tür passt. Und ja, dann gibt's Beef. Ja. Ja, okay. Ja gut, noch können wir ein bisschen Spaß machen, aber gleich wird es ernst und ja, gleich geht's los. Streak, repeat. Ja, da haben wir noch. L1. Ja, der neue Ringsprecher ist gefunden. Brock
Introducing the champion from Gainesville, Georgia, weighing in at 218 pounds, he is the United States champion, the phenomenal. Es gibt gute Sachen dabei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, aber gleich geht's los hier. Dann geht's um die Championess. Ich weiß immer noch, was? Ich um die Championess? Es geht gleich um die Championess. Ja, wo bin ich? Ach so, wo bin ich in der AJ Styles, Mann? Ja, weil du vor uns, du hast gesagt, mir ist egal. Mir egal, wen ich sein will. Ja, gleich geht's los. Ja. Große Kampf, es geht um den großen Titel. Und ja, wir können gespannt sein, wer hier das Rennen macht. Okay. Oh, da gibt's schon. Ah, ja, gut. Alles erklärt, okay. Ja, komisch. Wir müssen dazu sagen, wir spielen gerade über einen anderen Account, deswegen kann es sein, dass hier irgendwie Meldungen kommen, die eigentlich so nicht mehr da sein dürften, weil wir einige Superstars umändern mussten, beziehungsweise hinzufügen mussten. Okay, bis jetzt. Ah, sehr schön. Wie gesagt, unten sieht man jetzt schon, dass das Reverse-Limit-Anzeige, also die Reverse-Anzeige ist weg. Ja, Reverse, hier wird es nochmal schön angezeigt. Oh, da gibt es einen Einroller von AJ Styles. Und ja, gut, ging nur bis 0. Sehr schöner Kick. Ah, AJ Styles jetzt mit einem Sprung und jawohl, da geht durch. Ja, man sieht schon, selbst wenn man Reverse Limit raus hat, ist es trotzdem nicht so einfach zu treffen. Ja, wie gesagt, es ist nicht so einfach. Oh, jetzt geht's los. Beide Superstars stoßen aneinander. Schöner Schlag gegen Baron Corbin. Der Long Wolf. So, und jetzt. Sehr schön. Edge Styles jetzt. Ja, leider hat es nicht funktioniert. Oh, Baron Corbin. Was ist mit Baron Corbin los? Ja, er bewegt sich, als ob er zum ersten Mal spielen würde. Als ob er zum ersten Mal im Ring steht. Und schöner. Oh, jetzt geht's los. Jetzt wird's langsam interessant, das Match. Erstmal einwärmen, genau. Oh, jawohl. Sehr schön. Erklär doch gerne noch auf die Seile, der AJ. Ja, ne, der ist halt ein Highflyer. Der springt halt gern rum. Jawohl. Ja, Baron Corbin ist bereits am Torso ein wenig angeschlagen. Oh, das soll ihn natürlich nicht stören. Und ja, sehr schön. Sehr schön. Und jetzt gibt es mehrere Schläge gegen AJ Styles. Und da geht er zu Boden. Ja, Baron Corbin, was machst du? Ja, sehr schön. Jawohl. Okay. AJ Styles jetzt die Möglichkeit mit einem Signature-Move. Der allerdings nicht... Ja, gut. AJ Styles möchte gerne mal raus. Sich ein wenig ausruhen. Was macht Baron Corbin will sich um den Ringrichter kümmern. Ach ja, gut, der Ringrichter, ja, gut, kann man mal machen, ne? Oh, das wäre jetzt ein schönes Konter gewesen. Und da gibt es das erste Cover mal wieder von AJ Styles One. Ja, ging leider nur bis 0. Was für ein Pin-Match hier. Ja, so viel Pins waren vielleicht gerade mal 3. Oh, schöner Konter von Baron Corbin. Wunderbar. Schöne Leistung. Und jetzt hat er natürlich einen Finisher und könnte jetzt das Match vielleicht für sich entscheiden. Natürlich, jetzt schon. Ja, unbedingt. Es kommt drauf an. Ja gut, wenn du jetzt gegen die KI kämpfst, ist das natürlich noch nichts. Da, die kommt eh wieder raus. Oh, sehr schön. Sehr schön, aber AJ Styles kann auch aus dem Ring springen. Ich glaube, er mischt uns jetzt. Jawohl, und da kommt da. Aber landet genau auf dem Boden. Ja, da haben wir AJ Styles. Sehr schön. Ah, da gibt es zurück. Nein, doch nicht. Es geht nicht zurück in den Ring. Ja, gut, man muss ja so sehen: AJ Styles kann ja ruhig das Match per Ausziehen gewinnen, denn es ist ja egal. Er wechselt ja den Titel nicht. Aber natürlich, AJ Styles ist ein harter Typ und sagt sich, ich beende meine Matches im Ring. Und hier kommt der schöne Finisher und da geht Baron Corbin zu Boden. Und mal gucken jetzt, AJ Styles jetzt.
springt auf. Nein, er landet genau auf dem Boden, auf die Ringmatte. Ja, Baron Corbin jetzt. Sehr schön. Schläge gegen AJ Styles wieder und da geht er wieder auf die Matte. Corbin bereitet sich vor, dass AJ Styles sich wieder hinstellt. Und da gibt es den Einroller. Einen Einroller. One. Und er geht nur bis 1. Schöner Konter. Und da gibt es wieder Schläge gegen AJ Styles. Jawohl. Also wenn Baron Corbin was kann, dann ist es Schläge austeilen. Und natürlich seinen Gegner in den Ring zurückwerfen. Oh, schöner Konter von AJ Styles und... Oh, jawohl. Sehr schön. Sehr schön. Und jetzt hätte... Genau, schöner Signature-Move, der theoretisch in einem Cover enden hätte können, aber leider wurde es nicht rechtzeitig gedrückt. Oh, jetzt bereitet er sich vor. Auf den Finisher. Nein, doch nicht. Und AJ Styles jetzt wieder. Er springt auf Baron Corbin. Er kann zum Glück ausweichen. Wunderbar. Oh, was? Ja, gut. Hängen geblieben. Ja. Naja, bis. Oh, da ging es gegen die Stahltreppe. Zwar nicht wirklich, aber zum Glück wird es bald möglich sein, seinen Gegner direkt auf die Treppe zu hämmern. Freuen wir uns natürlich schon drauf. Sehr schön. Schöner Konter von Baron Corbin. Jawohl. Er hat immer noch die Möglichkeit, seinen Finisher zu nutzen. Sehr schön. Und da gibt es einen etwas ja, Weitsprungschlag. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das war. Sehr schön auf die Ringmatte. Und ein Cover. Ja, es wird ein Cover. Und one. Na, ging nur bis 1. Sein erstes Cover. Das war, naja, ja, zumindest das erste, was bei AJ Styles bis 1 ging. Oh, und da gibt es nochmal einen schönen Sprung. Und da geht der Ringrichter down. Oh mein Gott. Oh mein Gott. AJ Styles knockt den Ringrichter aus. Ich hoffe, das wird bei 2K18 genauso möglich sein. Vielleicht kann man den dann sogar blutig schlagen, wer weiß. Das wäre lustig. Natürlich ist es jetzt egal, wer das Cover macht oder wer überhaupt eine Aufgabe macht. Schöner Nicht-Sprung, ja, gut. Da ging der Finisher nicht durch und schöner Schlag gegen Baron Corbin, er saftet. Ah, Baron Corbin ziemlich am Saften und da gibt es wieder einen schönen Schlag. Und AJ Styles nochmal. Sehr gut. Also er will seinen Gegner wirklich fertig machen. Er will ihn endgültig fertig machen. Und es sieht sogar sehr gut aus für AJ Styles. Ist ja noch nichts. Naja, du bist ja der gerade nur Schläge kriegt. Die paar Schläge hätte aus. Ja gut, körperlich sieht bei beiden ziemlich gut aus. Außer Baron Corbin da schon etwas rot. Und hier sehen wir einen Oh mein Gott Moment von AJ Styles und er geht durch. Er geht durch und das gucken wir uns jetzt nochmal in dem Replay an. Sehr schön. Und hier noch einmal. Hui. Und ja. Schade, ich dachte, es kommt dreimal. Und AJ Styles. Jawohl, sehr schöner Konter. Beziehungsweise Wegroller. Sehr schön. Oh, wunderbarer Clothesline. Ja, Baron Corbin hat jetzt wieder die Oberhand. Es sieht gut aus. AJ Styles ist am Torso bereits rot. Kopf ist noch gelb. Gut. Oh, und wieder Schläge gegen den Kopf von AJ Styles. Und da fängt er an zu bluten. Jawohl. Ah, okay. Okay, beide Superstars sind am Saften. AJ Styles bereitet sich bereits auf den Finisher vor, oder? Nein, er wollte nur... Ja. Er wollte bloß, dass Baron Corbin aufsteht.
Und mit einem Cover. Wunderbar, schöner Roller mit Cover. One, two. Und, Alter, oh wow, was? Was? Hat er abgebrochen? Ja, AJ Styles hat abgebrochen. Wenn du jetzt gekonnt, sehr schöner Konter. Jawohl, wunderbar, schöne Leistung. Das ist das Ende für AJ. Es tut mir echt leid. Ja, sag's nicht so. Jawohl, und was? Ein Cover ist es. Nein, es ist kein Cover. Noch nicht. Du hättest mit Cover. Ja, noch kann ich nicht, ja. Nee, aber zur Probe. Ich glaube nicht, dass der ein Hip-Hop. Oh nein, da geht der Ringstart down. Na toll, jetzt ist natürlich alles wieder in. Oh Gott, AJ Styles jetzt mit seinem gefährlichen Finisher. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. One, two, three. Und damit ist es vorbei. AJ Styles hat seinen Titel verteidigt gegen Baron Corbin. Nein! Schöne Leistung, hier nochmal der Einroller. Nee. Herzlichen Glückwunsch. Der Knopf geht nicht mehr aus. Ah. Frustknopf nenne ich das. Ja, AJ Styles verteidigt seinen United States Champions Titel. Ach nee, schade, beim nächsten Kampf wird's besser. Ja. Ach nee. Sieht raus. So, gleich geht's weiter noch. AJ Styles hat gewonnen. Und ja, wir machen wieder einzelne Videos, wie ich das denke ich so, würde schon so richtig sein. Und bis dahin würde ich sagen, bis. So, also bis gleich.